So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute baue ich an meiner Lego Star Wars Klonbasis weiter, beziehungsweise hier am ganzen Lego Mock. Aber als erstes fangen wir hier mit der Klonbasis an. Da werde ich erstmal ein paar Figuren dazu packen. Hier. Und ja, als erstes kommt hier hinten Rex hin. Und dazu Fives, den stelle ich na, vielleicht hier so hin. Ich versuche halt ganz viel Leben so in diese Basis reinzukriegen. Kommt so ein Klon, das sieht man vielleicht jetzt gerade noch nicht so gut, aber der nimmt sich da so eine Waffe raus. Hier liegen einfach ganz viele Waffen, genauso wie hier. So. Ich habe jetzt 3 reguläre weiße Klone. Hier vorne, diese Area, ich denke, da setze ich die hin. Das hier vorne kann man aufmachen. Da sind ganz viele von diesen Flickfire-Missiles drin. Einfach nur so, damit die gelagert sind. Oh, das ist ganz schwierig, das Handy wieder so hinzukriegen. So. Ja. Vielleicht einfach hier so. Ups. Die sprechen einfach so miteinander. Und. Oh. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich den hier packen kann. Vielleicht hier so oder so. Ja. Auf jeden Fall ist das hier halt so ein Ort, da steht so ein Walker, den habe ich custom selber gebaut. Schreibt in die Kommentare, wenn ich eine Anleitung dazu machen soll. Und ja, ich glaube, das waren eigentlich auch schon fast alle Figuren. Dann zeige ich die Basis nochmal von vorne. Hier mit so einer coolen Satellitenschüssel und hier überall solche Lampen. Hier ist auch noch eine. Hier sind so kleine Antennen. Das ist halt so eine Tür, so eine Art Durchgang. Wo die dann halt zu den Gefährten kommen. Also zu den Fahrzeugen. Ich glaube, ich stelle es vielleicht ganz nach hinten. Ja, so. Dann machen wir, glaube ich, mal weiter mit dem großen Mock. Als erstes, was packe ich denn als erstes da rein? Also hier hinten sieht man Obi-Wan. Ich habe mir gedacht, ich mache hier so einen Droiden hin und er hebt den halt so mit der Macht so hoch. Und ja, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Ich gehe mal näher ran. Er hebt den halt mit der Macht so hoch und hier ist dann so durchsichtig. Da sind so durchsichtige Steine. Er hebt den halt den Droiden so mit der Macht hoch und steuert ihn dann so weg. So, ich habe auch eine neue Figur auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Diesen richtig geilen Arc Trooper. Den stelle ich hier unten hin. Hier so. Ja. Hier dieses Ding. So ein großer Droide, der passt gar nicht richtig in die Kamera. Der ist hier so und dazu, ich weiß, das passt gar nicht in die Zeit, aber das ist so Darth Vader. Ich packe erstmal den Droiden hier weg. So, den stellen wir hier so hin. Und das hier, kennt vielleicht die meisten nicht, aber das ist ja Anakin, wie er verbrannt ist durch den Kampf auf Mustafa gegen Obi-Wan. Und er tötet seine Vergangenheit so, weil er hasst es, dass er verloren hat. Und er tötet damit so die Vergangenheit, dass er sich nicht mehr daran erinnert, dass er verloren hat. Packe ich den Droiden hier wieder so hin. Ja. Was kommt jetzt? Ganz viel Custom. Nämlich
dieser Voltedroid für die Druiden. Ist halt custom, ja. Hier sieht man das Buch, wo ich die Kamera drauf gestellt habe. Wo packe ich den hin? Ach kacke, jetzt habe ich den Soldaten umgeworfen. Ich habe noch eine bessere Idee. Dieser eine komplett weiße Klon, der kann hier so mit so laufen. Warte. So. Ja, ich würde sagen, ich mache den Druiden hier so hin. Kann man jetzt natürlich gar nicht sehen. Da, wo ich diesen Turm jetzt hingemacht habe, diesen Turm aus Glasscheiben, da setze ich den jetzt oben drauf. So. Perfekt. So, aber jetzt hat natürlich haben die Droiden ein Flugzeug, also ein Luftangreifer. Da brauchen die Klone das natürlich auch. Deswegen haben wir hier mein Custom Rex's Wiring. Den habe ich auch schon mal in einem Video vorgestellt. Der ist riesig, der passt ja gar nicht richtig in die Kamera. Was mache ich denn da? Den pack, zeige ich mal so. Dann nehme ich wieder so ein Ding. Und das ist diesmal, weil das Schiff einfach viel zu schwer ist. So habe ich das so dicker gemacht. Weil sonst wird das einfach komplett abstürzen. Den packe ich, wo packe ich den hin? Hier so? Ich glaube, das sieht ziemlich gut aus. Ja. Eigentlich ist das Mock ziemlich fertig. Ich habe da schon ziemlich lange dran gearbeitet. Und ich werde bestimmt noch irgendwann was ändern, wenn ich so neue Building-Techniques herausfinde, wie ich irgendwie den Sand schöner machen kann. Aber ich möchte noch diesen kleinen Hamster hier verstecken. Oh nein. Ist runtergefallen. Wo verstecke ich den mal? Wenn ihr das kacke findet, dann wo ich den jetzt verstecke, schreibt es in die Kommentare. Aber ich glaube, ich packe den hier so. Den Hamster packe ich hier so ein bisschen. So ein bisschen hier hinten in den Swamp Speeder rein. So. Den in dem Battle Pack gab, wo auch Commander War oder keine Ahnung, wie man es ausspricht, war. Ja. Hier habe ich so einfach ganz viele orangene Bricks so drauf gemacht. Und dann mal hin und wieder so rot oder dieses ältere Orange, damit das cool aussieht. Und oh Gott, hier sind schon Spinnenweben dazwischen. Alter, hä? So lange steht das jetzt hier auch nicht. Ja. Ich drehe vielleicht ein paar Shorts, wenn ich irgendeine Änderung noch vornehmen sollte. Aber ich denke, das ist erstmal die große Klonbasis gewesen. Also die Basis und das Mock. By the way, hier, ich habe so ein, ich stelle das halt auf diesem kleinen grünen Schrank, habe ich die Schublade ausgefahren und hier so Bücher hingestellt, damit ich das so filmen kann. Geil aus. Hier ist so ein Klon-Gunner, ein Klon-Pilot und hier ist so die Kanone. Ist jetzt vielleicht nicht so super akkurat, aber ich finde es toll. Ja, das ist meine Klonbasis. Und mein ja, Mock. Schreibt mal in die Kommentare, auf welchem Planeten das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, auch keine Klon-Episode, wo die so auf dem Wüstenplaneten die Klone also kämpfen. Ja. Ciao, ciao.